Zwergenstein. Ja, herzlich willkommen zurück, Freunde der zwergischen Unterhaltung, zu Let's Play Warhammer 40k Space Wolf, The Great Awakening, so hieß das Add-on. Wir sind echt übelst im Bedrängnis. Erst war Ingvar, obwohl er steht immer noch an der Pforte des Todes, und jetzt ist es plötzlich Valgar, der nochmal unnötig kassiert hat. So, wir hauen die Granaten raus bis zum geht nicht mehr, um die hier alle so ein bisschen zu staggern. Den zu killen, das wäre so schön, weil die heilen sich ja gerade wie die Besessenen wieder hoch. Ich meine, es ist ein wirklich verschwendeter Kill, wenn ich den nicht umniete. Ey, und nichts Vernünftiges. Ich würde gerne die Waffe jetzt switchen, aber dann kassiere ich auch wieder richtig, weil ich hier länger stehe. Dann bin ich bei fast bei 20. Ich mache es, weil die Waffe, die verschafft uns auch unglaublich viel Zeit. Ja. Weil die sich wieder klumpen werden, so ein bisschen, und dann können die uns richtig gut was verschaffen. Deswegen gehe ich doch nochmal mit Ray wieder ein Stückchen vor. Ein bisschen Schützenhilfe leisten. Oh, perfekt. Dann ist die Granate nur wieder verschwendet gewesen, so ein bisschen. Oh, nee, sie war nicht verschwendet. Oh, please. Bleib mal da stehen. Ist ganz sicher. Ich könnte die beiden clearen und dann halt safe sein für das, was vor mir noch aufploppen wird. Das ist eine Variante. Wobei, die haben noch massig Leben. So einfach ist es nicht. Aber ich sollte es versuchen. Vor allem, ich krieg den hier down. Da waren es nur noch drei. Was passiert mit dem Boden? Boah, was für eine Range, ey. Ich habe einen riesen Fehler gemacht, Valgar da nochmal stehen zu lassen. Das hätte ich echt nicht machen dürfen. Hölle. Ich muss fliehen. Valgar hat jetzt gerade Rage-Modus aktiviert. Nur warum bin ich nicht dran? Nein, der hat den noch voll gehabt. Weil ich habe ihn nicht benutzt. Und die Rakete bringt noch nicht mal was, so wie die jetzt stehen. Oh, verfluchte Axt, ey. Das sieht aus, als wenn ich das hier nicht mehr packe. Boah, die haben auch eine Range, ne? Die kommen alle so weit wie ein Scharfschütze. Na, zweimal reinbrettern, dann ist der schon fast weg. Boah, hier müssen wir echt nach allen Regeln der Kunst kämpfen. 120 Leben. Wenn ich mich hier hinstelle, bin ich in seinem Schussfeld. Wenn ich mich hier hinstelle, muss ich auf die Bolter vertrauen, dass die zweimal sitzt. Wobei, er ist vor ihm dran. Ich heißt, ich biete ihn sowieso so ein bisschen als Ziel an, ne? Er ist noch einer mit dem meisten Leben gerade. Sehr gut. Ich meine, er kann auch healen, aber sein Heal, das ist einfach nicht viel. Oh, ich könnte zwei Heals raushauen. Ich stehe aber in seinem Visier. Ich ändere das, indem ich hier hingehe.
Und warte. Und dann heile. Das will wohl überlegt sein. Wenn ich jetzt direkt heile, bin ich auf viel. Auf 18. Der da oben ist auf 5. Die Frage ist, wenn er sich jetzt nach oben bewegt, also den einen zur Seite, kann er mich dann immer noch treffen. Dann kassiere ich wieder Schaden. Das wird mich nicht umbringen. Aber wenn er mich dann immer noch treffen kann und ich beide Heals eingesetzt habe, dann bin ich Kanonenfutter. Wobei ich kann eh nicht beide einsetzen. Ingvar braucht auch einen Heal. Ich warte und setze beide Heals ein, weil wenn er mich treffen kann, wird das machen. Der wird es auch noch versuchen. Und wenn der da oben auch noch treffen kann, dann wird es echt eng. Worauf schießt er? Auf Ingvar. Ah, und die Ausweichquote hat nicht gereicht. Das tut weh. Und der hat volle Leben. Ei. Immerhin ein bisschen. Wir müssen uns, wenn echt, auf ein Kriegerkonstrukt konzentrieren, weil die heilen sich echt stark wieder hoch. Wobei ich mich gerade echt frage, ob wir einfach vielleicht nur fliehen sollten. Ich bin fürs Fliehen. Wir haben unser Ziel erfüllt. Und ich hoffe, dass da nicht mehr so viel spawnt, was uns noch super arg gefährlich wird. So, Ingvar, du scoutest. So leid es mir tut. Den Wolf hätte ich gerne, um da die Kiste noch zu grabben. Nee, lauf mal mit der Pistole. Okay, sieht gut aus. Zwei Reaper und hinten noch zwei von den Necrons. Ich meine, das Einzige, was ich jetzt anders hätte spielen können, einfach, dass ich diese beiden Dämonen nicht getriggert hätte. Das wäre der gewaltige Unterschied, den ich. Ja, das hätte mir auf jeden Fall Leben gespart. Und ich hätte den Boss vielleicht erst triggern, so nachdem ich mich um die gekümmert habe. Das sind Optionen, definitiv. So, wir bewegen uns langsam weg. Einen kleinen Heal, besser als nix. Ignoriert Rüstung, liebend gern. Genau, geh wieder zurück. Ja gut, Ingvar, Ray kann das ab noch. Okay, das war merkwürdig. So dieser kleine Schritt. Naja, mich soll es nicht stören. Wir sollten uns möglichst weit hier drüben aufhalten. Das würde ihn dazu verleiten, wieder zurückzulaufen, weil ich hoffe, dass die Truhe seinen Weg blockiert. Das wäre nämlich echt gut. Weil dann hätten wir fürs Erste nur so anderthalb Feinde im Nacken, weil der erstmal aufschließen muss. Nachladen. Wir können Ingvar ja verlieren. Aber wir haben ihn noch bitter nötig. Steht da eine 57? Da ist gerade meine Aufnahmeanzeige drüber. Aber 57 ist verdammt heftig. Ich meine, gut, die Map ist groß und man kann verdammt viel triggern. Okay, ich könnte heilen. Das wären dann 12 minus 4 wären 8. Der ist bei 8, der ist bei 9.
der kann dann darüber laufen und auf mich schießen. Ich würde gerne wissen, ob diese Brücke einbrechen kann. Das wäre super hilfreich. Machen wir so einen halben Zug. Wir laufen nach hier, zielen in die Richtung, weil die werden sich ja noch bewegen. Und dann heilen wir trotzdem nochmal hoch. Ja, ich gehe nach hier. Zieh nach da. Nimm erstmal den Cooldown. Perfekt. Jetzt heile ich nochmal das Team hoch. Und bin so ein klein bisschen wieder gelähmt. Bitte brech ein. Bitte brech ein. Tja. Wenn ich wüsste, wo der läuft, würde ich eine Mine legen. Tja, wo läuft der Kollege lang? Egal, auf gut Glück. Der wird dann nämlich jetzt eh noch nicht langlaufen, weil er von uns auf jeden Fall einen im Visier hat. Und ausgerechnet auf ihn. Ey, Ingwer hätte tanken müssen, wohl oder übel. Das ist schon mal gut. Es kommt echt auf alles an in der Mission. Können laufen. Wieso brichst du nicht ein? Sechs, elf, zwölf, acht, eins. Ich könnte jetzt healen. Kann auch noch warten. Ich heale. Ich heale, definitiv. Ah, gut. Und Feuerbereitschaft. Schön. Oh, er will auf ihn. Okay, er ist aber jetzt in Nahkampfreichweite. Das ist eine gute Sache. Die hier auch. Das ist noch viel besser, weil mir die gerade im Weg stehen. Ich kann auch ihn ausschalten. Die sind alle so gefährlich gerade, obwohl ich wirklich die gerade mehr fürchte als die hier. Ja, okay. Ich gehe hier in die Seite, bin ich auch so ein bisschen aus dem Schussfeld wieder von allen raus. So, bitte triff. Wobei das Schwert... Nee, das Schwert reicht nicht wegen der Rüstung, glaube ich. Komm schon! Ah, verdammt, diesmal nicht. Aber locker gereicht mit 1000 Damage. Wenn der Hammer trifft, ist der super OP. So, dann bewegen wir Ingwer auch direkt in Sicherheit. Und wir warten. Und dann können wir ihm die Rüstung nehmen und mit dem Messer. Oh, die blockt wirklich den Weg. Gut. Ich glaube, die Gegner können diese brüchigen Stellen nicht auslösen. Weil sie mir sonst den Weg zur Kiste nehmen würden. Das denke ich gerade. Wobei es um diesen einen Weg hier echt nicht schade gewesen wäre. Und dafür um den Gegner umso mehr. Na gut, jetzt hauen wir ihm die Rüstung raus. So, wir können ihm jetzt 375... Ja gut, das hier ist definitiv, aber das ist zu wenig. Und wir kriegen, glaube ich, Rüstung dafür. Perfekt. Und Bonuszeit drauf. Besser geht nicht. So, um dich würde ich mich jetzt echt gerne kümmern. Weil du bist halb tot.
Das müsste jetzt mal machbar sein. Der Schaden war gut. 5, 7, ich warte. Ich brauche den Wolf, um das da zu holen. Weil das wäre jetzt der Obergau. Ich wäre jetzt bereit, diese Kiste zu holen. Dann bricht hinter mir der Weg ein. Und ich muss mit dem Sarge hier langlaufen und trigger ganz neue Gegner. Oh, nee. Nee. Wir laufen also hinter ihm am besten. 500 Schaden. Die brauchen wir auch. Wobei, der ist gut angeschlagen. Der hat gut Zeit getankt. Darum warten wir. So, Ray. Tja, was machen wir? Wir können ihm einmal den Speer verpassen. Der ist vor ihm wieder dran. Das wird ihm wieder heilen wahrscheinlich. Deswegen ist mehr Schaden, glaube ich, wesentlich besser. Falls er sich bewegen möchte, haben wir ihn auch im Overwatch-Radius. Und jetzt kommt es drauf an, was passiert. Ja, er heilt sich, er läuft. Kein Overwatch und er schießt auf den Sarge. Ja, okay. Wir haben zum Glück viel wieder geheilt. So, den hämmern wir und den zersägen wir gleichzeitig. Boah, mit 9 Leben. 9. Ich verstehe auch, warum der Wolfspriester so eine feste integrierte Heilfähigkeit hat. Dringend notwendig. So, wir können eine Brandgranate schmeißen. Das macht 85 plus 45. Das reicht nicht. Ja, ich könnte mich umdrehen und auf ihn einschlagen. Das geht. So, ich warte und hoffe, ich ziehe noch ein Crusarius. Einfach nur, um sicher zu gehen, dass ich ihn zweimal treffen kann. Da kommt der nächste. Soll ich jetzt schon weitergehen? Es ist echt riskant. Vor allem, ich warte gerade auf den Wolf so ein bisschen. Wobei, wir haben hier jetzt Gegner getriggert, ne? Komm schon. Nein. 5, 3. Perfekt. Geht noch auf. Boah. Knappe Kiste. Schön. Ein Heal. Wieder bis zur Hälfte hoch. Hm, 1, 2, 3. Das müsste hier noch treffen. Echt riskant, das hier nochmal nachzumessen an dem Punkt, aber es hat gepasst. So, er braucht gar keinen Heal. Der diesmal hält Ray sich im Vergleich zu allen anderen am allerbesten. Aber ich würde sagen, Ray wartet erstmal nur. Und gibt uns wie immer Schützenhilfe. Hier brauche ich den Wolf. Ich brauche den Wolf für diese Kiste. Ich brauche den Wolf immer noch. Du wartest, obwohl du könntest Karten tauschen, um irgendwie schneller laufen zu können. Den werde ich nicht benutzen. Das brauchst du gerade nicht. Ja, das ist ganz cool. Da kommt er. Aber weißt du was? Wir können uns den da vornehmen. Das ist der letzte, der sich gerade noch auf der Karte befindet. Ich habe ein bisschen Schiss, dass wenn er stirbt, direkt neue gespawnt werden, irgendwie um uns unter Druck zu halten. Wir sind nicht weit vom Ziel entfernt. Komm, nochmal shuffeln.
Mein Gott, wo ist der Wolf? Der war schon vor langer Zeit gespielt. Wir sind bei 12, dann ja, hauen wir den Cooldown rein. Dann möchte ich, dass Ingwer wirklich noch wartet. Wenn wir unseren Plan hier in die Tat umsetzen wollen. Der outranged uns tatsächlich. Der Dodge ist ganz gut, dass er den gerade hat. Viel zu laufen, super. Ah, jetzt komm bitte, ich brauche den. Das ist meine Anfangshand gewesen, oder? Die beiden müssen den aufhalten. Erstmal die neue Grafgun abfeuern. Okay, einen Bonuszug bekommen. Wir sollten alles raushauen, was möglich ist. Das könnte ihn... Nein, das könnte ihn nicht killen. Dafür überladen wir auch noch exzessiv. Aber egal, wir brauchen alles an Schaden, was rausgehen kann. Und Ray ist leider nicht wichtig für diese Mission, so traurig es auch klingt. Ich würde den Bonusschaden echt gerne behalten. Für die Axt, falls Gegner vor mir auftauchen. Aber der Flamer scheint mir irgendwie besser. Boah, nee. Ich riskiere gerade diese Mission. Die ist eh schon knapp. Das war klar. Jetzt aber, komm. Ja. Yes, nice. So, Crossario-Action. Und jetzt kommt Spawn neue Feinde nach, wie ich es befürchte. Sieht nicht so aus. Das dürfte nicht passen von der Range her. Deswegen laufen wir hier so zwischen die beiden. Du kommst zurück und genießt auch den Heal, wenn es passt. Komm mal dicht bei uns bei. Boah, schon wieder 23 Minuten. Ey, was geht hier ab? Das ist doch nicht... Das geht doch gar nicht. Reise ich gerade durch die Zeit oder so? Naja, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Irgendwie bin ich komplett raus bei der Abmoderation. Wie gesagt, ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Also Leute, bis dann. Ciao.